Abenteuer erleben, Archäologe sein, Buden bauen, still werden und auf die Geräusche des Waldes hören. Immer mehr Eltern entscheiden sich heutzutage dazu, ihre Kinder in Einrichtungen unterzubringen, bei denen sie das Bewusstsein für die Natur erlangen und sie zu schätzen lernen. Eine davon ist der Waldkindergarten in Wuppertal. Einer der Vorteile vom Waldkindergarten ist eben, dass Kinder, die einen großen Bewegungsdrang haben, die auch wilder sind, sich hier wirklich ausleben können, austoben können, ohne die anderen dabei zu stören. Im Murmelbachtal im Barmer Wald können sich die Kinder des Waldkindergartens Wuppertal voll und ganz der Natur hingeben. Die Natur animiert die Kinder dazu, ihre Sinne und ihre Kreativität völlig neu auszuprobieren. Die sind kreativ, die müssen sich jetzt selber was ausdenken, was dieser Stock ist. Der kann eine Puppe sein, der kann eine Figur sein, der kann auch einfach nur ein Stock sein, der kann ein Auto sein. Im Grunde ist da alles möglich mit diesem Stock. Die Elterninitiative lebt größtenteils von Spenden, die der Kindergarten für weitere Umbaumaßnahmen auch weiterhin benötigt. Weil wir immer auf finanzielle Hilfen angewiesen sind, sind wir auch an WSW Thaler gekommen, haben uns da auch beworben, haben da teilgenommen, sind sehr froh, haben auch dadurch Gelder natürlich erhalten, sind sehr glücklich, dass wir da mitmachen konnten. Wer dem Kindergarten konkret helfen möchte, kann dies auf der Seite der WSW Thaler tun. Der Waldkindergarten ist eines von 150 Projekten, für das die Stadtwerke Kunden spenden können.